Hallöchen und herzlich willkommen. Ich höre viel zu wenig von mir. So, und da oben, was kommt denn dadurch? So, also, hallo und herzlich willkommen. Wir sind da, ich muss eben schnell auf Twitter schreiben, dass wir online sind. Es geht los. So. Hashtag Worldbuilding und Hashtag Law and Order. Smiley. Twittern. Okay, also. Hier steht, dass alles gut geht. Ich würde nur so gerne mal hören, ob auch wirklich alles gut geht. Ah, dieses Fizzeln da oben, das nervt auch ganz schön doll. So, also, was haben wir heute vor? Ah, hi Krebs. Ja, was haben wir heute vor? Und zwar, heute geht es um das Thema Worldbuilding. Wir haben das im letzten Mal schon bereits, also im letzten Mal in den Videos rund um Lore and Order bereits gehört. Und ja, da soll es quasi heute nochmal ein Stück weit mehr drum gehen. Ich glaube, ich muss das mal so machen. Besser? Ja, besser. Okay. Genau, darum soll es heute gehen. Und eine wichtige Ansicht fehlt mir noch, nämlich die Multiview-Fenstermodus. Sehr schön. Okay, alles klar. Gut, wir sind perfekt vorbereitet, also ausnahmsweise ich mal. Und das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist mein Vorgehensmodell. Ja, das fehlt mir noch. Besser. Ja, ah, guck mal, jetzt höre ich mich auch. Sehr schön. Okay, also genau, mein Vorgehensmodell, das habe ich irgendwo, ich glaube, hier und vielleicht habe ich das irgendwo hier. Guck mal, da ist ein Foto. Sexy Foto ist fotorig. Hervorragend. Gut, Licht kommt von vorne, das ist auch schon mal klasse. Dann fehlt ja nur noch, tja, was fehlt nur noch? Ja, der Start. Also, ich habe ja eine Umfrage gemacht auf Twitter und dabei ist herausgekommen, dass irgendwie die meisten sich wünschen, also die Teilnahme war grandios, also das war echt maximal dabei, ne? Und die Teilnehmer haben sich einen Genre-Mix aus Fantasy und Cyberpunk gewünscht. Ah, ist schon mal heftig. Also, so, und deswegen haben wir... Nee, das ist Fotos, ich wollte gerade sagen, ich habe ja gar kein Word. Wo ist mein Word? Hier ist mein Word. So, deswegen werden wir uns heute einfach voll reinstürzen, genau mit diesen Vorgaben. Also Thema und beziehungsweise Genre ist klar. Und dann gehen wir quasi so durch, ne? Also wir reden über das Thema Planet oder Planeten. Ich hatte da ein paar Ideen, Orte und Grenzen. Mal gucken, ob wir so weit kommen. Wir werden heute auch nicht alles schaffen. Dann Klima. Dazu gehört dann Flora, Fauna und Wetter. Ja. Dann die Bevölkerung, ein ganz wichtiger Part. Da hängt ein Stück weit dann die Fähigkeiten mit dran. Wir haben Zeit, schräger Zeit, aller Rechnung. Und wir haben physikalische Gesetze. Und wir haben natürlich den Twist. So. Das sind nicht alles Hauptüberschriften, sondern so Thema, ja. Das sind Ort. Planeten, Orte. Achso, das sind schon. Ja, das sind Hauptüberschriften. Beziehungsweise nein. Sind es nicht. Das sind quasi Unterüberschriften. So. Das ist aber, ja, Quatsch. Okay, wir machen das so. So, und damit ihr auch seht, was ich hier tue, und damit ich sehe, was ich hier tue, nice.
Danke, Krebs. Gut. Ja, also, wir sind gut zu hören. Ein bisschen Kriseln ist da, aber das gehört ja einfach dazu. Ich habe gerade mal an einer Soundeinstellung gedreht. Vielleicht ist besser geworden. Und der werte Krebs hat gerade auch darauf hingewiesen, ein Stream ohne Soundprobleme ist kein echter Stream. Und da hat er einfach recht. So, also. Was wir heute machen werden, ist, dass wir im Wesentlichen soll ich mal gucken, ob das funktioniert? Ja, und wie das funktioniert, ich finde es toll. So, wir werden heute ganz viel auf Word starren. Ne? Männer, die auf Word starren, das wird so ungefähr das Ganze sein. Wir brauchen hier oben drüber nochmal einen Namen. So. Ich nehme alles Mögliche an Ideen und so weiter, nehme ich entgegen für unsere Welt. Ich brauche schon Vollbild. Mist. Dann brauche ich, Moment, ich muss hier eben kurz Fenster neu anordnen, damit ich das alles sehe, was ich sehen möchte. Ja, das ist, so funktioniert es. So funktioniert es super. Hervorragend. Okay. Also, genau, das ist das, was wir vorhaben. So, Alter, man muss sich erstmal hinsetzen. Also, wir suchen immer noch nach einem Namen. Ich habe eine Idee, aber gut, Haken dran. Das, wir wollen das ja alles gemeinsam machen. Thema und Genre. Twitter hat gesagt, wir machen Fantasy / Cyberpunk. Das wird super. Ich find jetzt schon das Ergebnis klasse. Was auch immer es sein wird. Wir werden das ganze Thema Weltraumfahrt vernachlässigen, weil das wird einfach sonst zu Fülle. Das passt auch einfach nicht rein. Ich glaube, wir haben genug damit zu tun. Prost. Wenn wir uns erstmal um das Thema Fantasy und Cyberpunk generell kümmern. So, das heißt, wir reden über erstmal ein Planet. Und zwar noch unbekannten Namens. Aber sicherlich erdähnlich. Und ich habe das ja schon gesagt. Ich muss vielleicht mal kurz sagen. Ich habe mir vor einer Woche habe ich mir, muss ich reinhalten, da, habe ich mir eine Machete in den Arm gehauen. Hier sieht man das noch ein bisschen. Da, so, da. Das sieht hier weniger schlimm aus, als es wehtut. Deswegen ist Tippen gerade echt die Hölle. Aber für dich, für dich alleine mache ich das jetzt. T9 ist mein Freund. Krebs hat gerade geschrieben, Jörg schreibt keine SMS. Das ist richtig. Gut. Also, ein Planet noch unbekannten Namens, aber sicherlich erdähnlich. Ich glaube, damit können wir ganz gut arbeiten. Na, guck an. Und das werden wir auch tun. Erstmal. Und das war nämlich ein Punkt, den ich in dem Twist-Video gesagt habe. Bin mir auch nicht sicher. Aber man selber spoilert sich halt, weil man kreiert halt das Ganze. Das ist jetzt nicht so, dass man fette Spoilerwarnung habe ich vergessen. Das Problem ist grundsätzlich, wenn wir uns jetzt eine Welt überlegen, in der wir Geschichten spielen lassen wollen, hauptsächlich eben Geschichten spielen lassen wollen. Das heißt, unser Universum schaffen wollen. Dann ist es einfach so, dass derjenige, der sich ausdenkt, von nichts mehr überrascht wird. Das ist blöd. Ja? Also keiner von uns, die das jetzt hier sehen, also weder Krebs noch ich, noch vielleicht du dann hinterher im Video on Demand oder wenn ich es schaffe, auch im Podcast, dann muss man einfach sagen, du bist gespoilert. Denn du kennst das Endergebnis. Du weißt, wie die Welt aussieht. Du weißt, wie du mit dem Twist arbeiten kannst und so weiter und so fort. Deswegen, Achtung, du spoilerst dich, wenn du das hier guckst. Wenn du hinterher einfach nur tolle Geschichten irgendwann in einem wie auch immer gearteten Universum sehen, lesen, wie auch immer möchtest, das ist ein guter Punkt. Gehe ich gleich drauf ein, Krebs, aber hat einen guten Punkt.
Dann solltest du jetzt abschalten. Also wenn du möchtest irgendwann einfach nur, hey, da ist, boah, da ein cooles Universum, da spielen tolle Geschichten. Nicht, dass ich jetzt davon ausgehe, dass das hier passieren wird, aber es könnte passieren. Und wenn es passiert, dann lieber jetzt abschalten. Oder du sagst so, hey, ich möchte mich damit rein denken, reinarbeiten, rein blubst. Und da hat der Caps gerade geschrieben, man könnte ja einen Grundstein legen und verschiedene Dichter erstellen, verschiedene Parts. Sowas gibt es bestimmt im Bereich, oder? Keine Ahnung, ob es das gibt, aber ich hatte auch schon mit dem Gedanken geliebäugelt, das Ganze irgendwie in ein Wiki zu packen und dann kann halt jeder dran rumschreiben. Also ein Stück weit moderiert, aber grundsätzlich wäre das halt natürlich eine Möglichkeit, einfach zu sagen, wir finden einen schicken Namen für das ganze Ding. In meinem Kopf habe ich zwei, die sind beide schon belegt, ist blöd. Aber trotzdem kann man könnte man darüber nachdenken, dass einfach die, also dass ja, mehrere Leute daran mitwirken und das fände ich auch cool grundsätzlich. Also nicht nur was deine Geschichten angeht, sondern auch einfach an der Weltgestaltung, dass wir hier quasi mehr nur so eine Art Rahmen wirklich festlegen. Mein persönlicher Vorschlag wäre übrigens auch noch, dass wir, Moment, ich musste das hier nochmal eben so ein bisschen hochziehen. So, dass wir bei dem Thema Namen uns, also der Name des Settings ist der Name des Planeten. Das hat viel hilfreiche Sachen. Also Name des Planeten oder der Welt oder wie auch immer. Wichtig ist, glaube ich, an der Stelle einfach, dass wir irgendwas Griffiges haben. Ja, also Fantasy, Cyberpunk, da lässt sich schon, glaube ich, irgendwo was finden. Also, wir haben einen Planeten und jetzt kommen wir quasi schon zu einem Punkt. Ich habe, und da habe ich was vorbereitet, da muss ich mal kurz die Fresse halten, aber ich habe in dem Twist-Video was gesagt und die Idee hat mich nicht losgelassen und da würde ich einfach gerne, dass wir da zusammen mal drauf schauen. Also, ich sag mal, Mats ab. Ich kann ja so eine Welt schaffen, wo ein der Weltenfresser die Erde wie so ein Apfel rundherum aufgefressen hat. Und es gibt nur noch oben und unten und dazwischen das, den Kern mit so ein bisschen dran herum. Zusammengehalten wird es durch den Orden der Wächter. Große Magier, die aber schon quasi eigentlich tot sind und nur noch eigentlich von der Magie selber oder von Gaia oder von was immer, ja, von der Kernkraft. Oh Gott. zusammengehalten werden. Die leben auch nicht auf der Oberfläche, sondern quasi auf der abgenagten Seite der Erde. Und halten die Hände hoch und dadurch halten sie die Erde im Gleichgewicht. Und so langsam sterben die alle. Und ja, das kann ich nehmen. Ich habe es leider nicht gehört, aber wird schon passen. Aber die Idee finde ich klasse. Also die hat mich nie losgelassen. Sprich dieser, auch wenn der Witz mit der Kernenergie einfach so dämlich war wie nur irgendwas. Aber, wie gesagt, es hat mich nicht losgelassen. Ich finde die Idee dieses angenagten Planeten. Ja, Krebs fragt, heißt die Welt dann Apple, angebissene Apfel? Ja, also tatsächlich in meinem Kopf sieht es ein Stück weit oder so aus. Wie gesagt, ich musste da sehr viel drüber nachdenken und ich glaube, es passt in dieses Setting total gut rein. Denn genau das, was ich in dem Ausschnitt gerade hatte, oh, kann man nicht sehen, weil das ist der Ausschnittverdecker, das ist auch gut, ist nämlich genau dieser Punkt, wenn wir davon ausgehen, es ist irgendetwas passiert, Twist, was diese Welt so sehr deformiert hat, dass es quasi nur noch also eine größere Nordkappe und vielleicht eine etwas kleinere Südkappe gibt oder sowas, ist dazwischen nichts mehr. Und wenn dazwischen nichts mehr ist, dann muss das irgendwie zusammengehalten werden, ansonsten reißt es den ganzen Planeten auseinander. Und da habe ich, hier habe ich so ein, oh, warte. Ich habe noch was vorbereitet. Und das ist das eines der witzigsten Sachen, die ich, glaube ich, vorbereiten konnte. Ich habe eine
also eine Desktop-Cam gebaut. Warte mal hier. Das Ding ist eine PlayStation Eye. Und ich habe hier einen coolen Zettel, auf dem habe ich mir ein paar Ideen gesammelt. Und diese Schreibtischcam, die kommt hin und wieder mal zum Einsatz. Achso, richtig, man sieht auch, ich habe eine Hose an. Ganz wichtig. Der Homeoffice-Profi weiß, warum man das haben sollte. So, also. Ich habe hier ein paar Ideen. Die würde ich gerne einfach mal mit dir und euch soweit durchgehen. Sieht man hier eigentlich? Nö, sieht man hier nicht. Und ich vermisse den Grande. Wo ist der Grande? Meine Güte. Gut, also ich habe mir eben aufgeschrieben, Fantasy-Welt mit Cyberpunk-Elementen. Und jetzt sind da halt viele, viele Ideen dabei gewesen. Also eine Idee ist, Cyber ist die verbotene Magie, die entweder nur wenige wirklich beherrschen, oder man glaubt, dass nur wenige sie beherrschen, oder vielleicht ist es doch etwas, was man nur sehr schwer erlernen kann. Vielleicht gab es das früher auch häufiger, bis es verbannt wurde. Da ist die Frage, warum wurde es verbannt? Städte weisen immer noch Rückstände von diesem Cyber auf. Das würde sich dann quasi in Neon-Pink und Neon-Blauen Leuchten widerspiegeln. Dann natürlich die Frage, ist dieses Cyber die einzige Magieform? Ach, guck mal. Ich habe ja auch schon Planetennamen, aber den finde ich gar nicht mehr so toll. Eine Idee war Collider, aber das so im Sinne von, er wurde umbenannt, nachdem ein riesengroßer Meteorit da drauf geknallt ist, aber ja, also ich finde den Namen ganz cool, aber er passt nicht, das ist das Blöde. Von daher schmeißen wir das vielleicht mal wieder weg. Denn ich finde die Idee des Weltenfressers gar nicht schlecht. Also wir haben quasi diesen riesengroßen, also ich stelle mir das vor wie diesen so einen riesengroßen Weltraumwurm, so, der einfach Planeten frisst und der frisst die halt immer so ab wie ein Apfel. Einmal drumrum nagen, aber oben und unten macht man nicht und innen drin, das ist zu kernig. Ist auch gar nicht so gesund. So, und dann ist eben die Frage, gut, das Ganze wird zusammengehalten, durch wen, durch was, genau durch dieses Cyber, wie auch immer man es nennen will. Ich habe mir auch nochmal aufgeschrieben, Äther. Ich möchte gerne den Begriff Äther da drin haben. Deswegen war ich beim Namen auch relativ schnell bei Ethereum, gibt schon Ethereum, aha, gibt's auch schon, aber Ethereum, finde ich, ist eigentlich ein cooler Name. Von daher würde ich jetzt einfach mal sagen, wir wechseln nochmal schnell die Ansicht und ich schreibe hier jetzt einfach mal Ethereum als Working Title hin. So, das geht dann als Work in Progress. So. Dann wäre das hier nämlich auch Ethereum. So, meinetwegen. Ich glaube, wir müssen sehr viel hierüber sprechen. Denn, so aber nicht. Denn die hängen ganz stark zusammen. Also, sowas wie vom Welten... Fresser angenagte der Planet sieht aus wie ein fertig gegessener Apfel. Das Wort ist fürchterlich, aber ihr wisst, was ich meine. Ein wenig als Abgrenzung. Also, ja, dafür, genau dafür hat man hat man Leute. Ne? Also der Krebs sagt, schreib's doch etwas anders. Ethereum. Oh. Ich schreib's nicht mit einer Null, ne? ja, hat was. Hat was zum Ethereum. Ich glaube, damit könnte ich wirklich gut leben. Finde ich gut. Gefällt mir.
Genau, physikalische Gesetze aufgrund des, ich nenne das mal Twist, wobei es nicht der Twist ist, sondern ich sag mal vielleicht sogar, vielleicht müssen wir uns noch einen anderen Twist überlegen, denn eigentlich ist das ja die Beschreibung des Planeten. Bei den physikalischen Gesetzen auf jeden Fall die Fragestellung, was hält den Planeten zusammen? Und auch dort finde ich quasi, also auch mal so als Idee. Krebs schmeißt auch noch mal Erode in den Raum. Das ist Englisch und heißt abgenagt. Vielleicht passt es ja. Ja, nur ist die Frage, ob ich meinen Planeten, auf dem ich wohne, abgenagt nennen würde. Gut. Warum sollte ich ihn nach einem Kriegsgott benennen? Oder nach einem Schokoriegel? Ja. Erode ist, ich nehme das mal hier oben mit auf die Liste. Aber ich glaube, Ethereum, das Zentrum des Planeten, was wir gerade versuchen zu definieren, könnte so heißen. Dieser Kern, ne? Das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Und ja, nur ich glaube, Krebs schreibt, weil der ja stark abgenagt ist. Aber nicht jeder hat halt diese Form des Humors wie du, werter Herr Krebs. Diesen ganz speziellen Humor. Aber genau, wir haben Orte. Also wir haben auf jeden Fall mal die Nordhalb. Na, das ist vielleicht falsch. Die Nordkappe, die Süd. Kappe. Wir haben, ich sag mal, die das Zentrum. Und wir haben quasi diese Verbindungsdinger. Wow. Da könnte man überlegen, ob das noch in irgendeiner Art und Weise relevant ist oder ob die einfach mal da sind. Wie nennt man das denn? Fällt mir gerade nicht ein. Ist auch egal. So. Jetzt könnte man zum Beispiel nochmal hergehen und sagen, die Nordkappe ist größer und die Südkappe ist kleiner. Was dann natürlich auch mit gewissen Befindlichkeiten einherkommt. Die Nordkappe könnte dementsprechend, weil sie größer ist, auch eine stärkere militärische oder wirtschaftliche oder intellektuelle Machtgröße darstellen und die Südkappe einfach eher sowas wie in Klammern mächtiger, Fragezeichen, und das sind dann eher sowas wie, keine Ahnung, Australien, ja? Also so eine Art Gefängniskappe. Oder Los Angeles, meinetwegen auch. So eine Art Kolonie, sehr runtergekommen. Also das Ideen wären Gefängnis, Kolonie, weil man muss ja auch sagen, dazwischen kann ich jetzt nicht so ohne weiteres Nordkappe, organisierte, durchstrukturiert Nordkorea, Südkappe, Anarchie. Ja, so ungefähr. Ja, aber genau, das ist der Gedanke. Also das heißt, diese Nordhälfte, die ist zwar mächtiger, aber die hat auch ein totalitäres System. Die Südkappe wäre dementsprechend, ich weiß gar nicht, ob Anarchie das, naja, vielleicht schon,
Also totalitär heißt es anarchistisch, ne? Nicht anarchisch. Ist auch echt einfach. So. So. So, irgendwie, also man, so. Wichtig ist dann natürlich zu klären, wie läuft der Transport. Ja, also wie läuft der Transport zwischen Nord- und Süd-Syr? Okay. Das ist nochmal eine wichtige Frage, denn auch ganz wichtig, was machen wir mit dem Zentrum? Das ist halt nochmal so eine spannende Frage. Eigentlich möchte ich, dass dieses Zentrum gar nicht so sehr im... Tja, wie soll ich sagen? In der, im... würde hinkommen, oder könnte man hinbekommen. Also ich möchte nicht, dass das gemeine Volk weder im Norden noch im Süden, na, Süden meine ich nicht, aber auf jeden Fall im Norden irgendwie großartig was davon weiß, dass totalitär. Guten Morgen. So. Genau. Ein ganz wichtiger Punkt, den der Krebs gerade anspricht, habe noch eine Kleinigkeit. Du könntest eine Abhängigkeit, be beispielsweise Rohstoffe, Bodenschätze, einbringen, die es nur auf der jeweiligen Kappe gibt. Damit könntest du sie plottechnisch einfach verbinden. Das stimmt, aber wir sprechen gar nicht über Plot. Also, wir könnten quasi schon mal über den Plot sprechen, oder über mögliche Plotte. Alles gut. Nö, alles gut, Krebs. Hab ich ja gar nicht gesagt. Also, wie gesagt, geht rein ums Worldbuilding. Wir kümmern uns nicht darum, was man für coole Geschichten da drin erzählen könnte, denn das sagt einem die Welt schon selber. Dass wir aber darüber sprechen müssen, was es für Rohstoffe auf den jeweiligen Kappen gibt, also im Sinne von... Aber da würde ich tatsächlich sagen, dass die Abhängigkeit wirklich so aussieht. Naja, ne, der Süden hat so ein bisschen Mad Max-Style und der Norden, ja, es ist halt alles, woran erinnert mich denn, was habe ich denn vor Augen? Also so eine sehr aufgeräumte Stadt. Wichtig ist, dürfen nicht vergessen, wir reden ja über Fantasy und Cyberpunk. Also im Süden ist dann auch sehr barbarisch. Wir haben im Norden dann, wie gesagt, sehr aufgeräumte, sehr cleane Städte, die aber, ich sag mal, trotzdem so eine brodelnde Unterschicht haben. Also das darf man auch nicht vergessen. Das muss ich auch irgendwo noch hinschreiben. So, hier. Starke, ich sag mal, Zweiklassengesellschaft. So, das heißt, wenn man jetzt mal bevölkerungsmäßig durchzählen würde, dann ist die Nordkappe zwar, ja, genau, DDR-like. Aber ja, im Endeffekt ist es so, nur halt dann eben mit Wohlstand. Ups. Wobei die Funktionäre, die waren ja wohlhabend, also. Genau. Ist aber ein ganz wichtiger Punkt. Allein boah, also. Ich mache heute nicht bis in alle Puppen. Wir kriegen das Ding auch nicht voll. Dafür machen wir auf jeden Fall mal noch einen zweiten und einen dritten und einen neunten und einen 24. Stream. Aber dass wir einfach mal hier so ein paar Punkte einfach auch heute mal so grob ansprechen können. Also, ihr merkt doch schon, unglaubliches Rumgespringe. Ja, also ist vielleicht gar nicht schön, aber auf der anderen Seite. Ist auch okay. Also ich meine, wenn man sich da jetzt durch diese ganzen Punkte hier einmal durchklackert, dann du stellst hier was fest, stellst da was fest. So ein Anführungszeichen einfach, wie wir es auch, oder wie ich es in der Videoreihe gemacht habe, ist es halt auch einfach nicht. Und wenn man sich jetzt noch mal ein bisschen weiter damit beschäftigt, dann hat halt auch ein Tolkien dauerhaft an seiner Welt weitergeschrieben. Also der hat sich nicht hingesetzt, hat 2 Minuten was aufgeschrieben und dann war fertig. Und ja, nein, ich vergleiche mich nicht mit Tolkien. Ich wollte nur ein Beispiel nehmen, ja, für eine sehr, 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 sehr
stark ausgebaute und ausgeprägte Weltbeschreibung. So, das heißt, allein zu diesen Punkten hier kann man schon richtig, richtig, richtig dolle viel machen. Ich muss in meinem Kopf tatsächlich auch noch dieses, läuft der Transport? Ein ganz wichtiger Punkt noch. Es gibt GIMP, gibt keine Flugzeuge. Zumindest nicht im herkömmlichen Sinne. Vielleicht aber Flugtiere? Fragezeichen. Denn wir reden ja immer noch über einen wie auch immer gearteten Fantasy-Part. Nur pass mal auf, der Weltenfresser ist eine Art Weltraumdrache. So. Da habe ich noch eine ganz andere Idee. Warte mal. Dumm. So, warte mal, müssen wir mal hier eben kurz nochmal die Szene wechseln. Und noch eine neue Kameraposition. Ich hab aus dem Vollen geschöpft. Sternenbild Drache. So, ich meine, da gibt's was. So, genau, das Sternbild des Drachen. Genau, den findet man sogar am Nachthimmel. Ach, so groß ist der. Ja, doch, na klar. Ja, also er geht so einmal rum. Können wir uns hier mal angucken. Draco. Den kann man auch... Ach, das ist aber jetzt blöd, weil das passt jetzt nicht ganz zu meinen Horizont... also zu meinen Längen- und Breitengraden. Genau, kann, das ist ganz wichtig. Kann ganzjährig in Mitteleuropa beobachtet werden. Der ist, oh Mann, jetzt weiß ich nicht, ich glaube, warte mal, Draco. Genau, Ursa Minor, hier, guck mal, hier ist der kleine Bär. Das heißt, der kleine Bär. Da müsste der, nein, da. Hier, da ist der kleine Bär. Ach so, das ist der kleine... Aha, spannend. Was muss ich erst lernen? Ich dachte, das Ding heißt Giraffe. Egal. Also, das heißt, der Ding halt, das heißt halt nicht umsonst so. Das wollte ich damit sagen. Also, den nehmen wir uns mal mit. Das finde ich eine ganz witzige Sache. Und wechseln mal wieder rüber. Machen wir hier einfach mal einen Verweis. Kippe. Ja, alles klar. Ja. Gut, so, Fußnote. Den nehmen wir mal dahin. Gut. Ja, bis gleich, Krebs. Der geht mal kurz was machen. So. Also. Dafür können wir uns eine eigene Session gönnen. Allein um das hier, ne, das politische System und so weiter. Deswegen würde ich das gerne mal einklappen, dass wir uns da jetzt mal heute nicht mehr so ganz tief drum kümmern müssen. Klima hängt natürlich ganz stark an den Orten, ne? Aber ich würde mal trotzdem sagen, Nordkappe ist so, ich sag mal, gemäßigte. Macht das denn Sinn? Ja, schon ein bisschen, ne? Warte mal. Wir machen mal Folgendes. Weltkarte. Ihr könnt nichts sehen, aber gleich. So. Also in meinem Kopf. Na, guck mal. Also die Erde eignet sich dafür sogar gut. Wir würden quasi Afrika, China und Nordamerika einmal rausbeißen. Und so. Hier unten quasi ein Teil von Südamerika, ein Teil von Südafrika und hier Australien, Neuseeland und so weiter, die würden wir nochmal mitnehmen. Ja, das
könnte man schon. Guck mal, Amazon. Herzlichen Glückwunsch. Können wir das bitte mal Bild in einem Tab öffnen? Ist gar nicht so schön. The World. In the World. Ja. Also. Das würde auf jeden Fall ganz gut passen, dass wir hier so. Ne, so. Hier. Deutschland ist noch drin, Italien nicht. Wisst ihr, was cool wäre? Das Ganze mal eben auf Google Earth nachzugucken. Hier. Guck mal hier. Earth-Staaten. Dann können wir es uns nämlich mal genau anschauen. In der Zwischenzeit. Guck's. Das ist das neue Google Earth. Achso, guck mal hier. Das. Da. Guck. La Tour d'Eiffel. Ja. Sehe ich so aus, wenn ich das jetzt haben müsste? Danke. Danke. So. Also hier ist der Nordpol und ein bisschen rauszoomen. Hier ist der Südpol irgendwo. Also zumindest waren sie da mal. Guck mal, wenn wir jetzt einfach mal sagen würden. Da ist einfach nichts, ne? Das ist auch. So. So, ich bin hinreichend verwirrt. Aber es passt, okay. So. Ja, dann beißen wir uns hier einfach mal so einen Ring raus, quasi. Oh, was haben wir hier? Bahamas, mal gucken. Ja. Das ist viel zu fuckelig. So. Okay, dann würde ich sagen, schneiden wir quasi hier gedanklich was raus. Ne? Das ist quasi nur noch der. Auch dafür habe ich was vorbereitet. Guck mal, jetzt. Jetzt wird hier. Also. Muss ich nur auf das Richtige. Da. Also, wenn wir uns mal jetzt. Okay. Ich finde hier nie was so. Also. Wenn wir uns jetzt einfach mal vorstellen, dass. Wir hier so eine Art Erde hätten. Also irgendeinen Planeten. Und dann mal. Mit Vordergrundfarbe füllen. So, wunderbar. Und jetzt einfach mal hergehen und sagen. Das Ding und. Nee, das ist ja Quatsch. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was ich gesagt habe. Also. So ungefähr. Und. Sich dann so durchgefressen. So. Ja, das wäre quasi, wie unsere Welt aussehen würde. Und
hätten dann quasi hier, warte mal, ich versuche mal. Quatsch. Ja. Ach so, ja, ich glaube, ich habe beinahe eine Idee, was du gleich vorschlagen willst. Also Krebstag sieht aus wie eine Sichel, Hellebarde, Axt. Dann google doch mal bitte, was Hellebarde auf Englisch heißt. so, mit Vorderfarbe füllen. So, das heißt, wir hätten hier so eine Art, also nachgebauten, Kern irgendwie so. Das wäre quasi Erode, wenn man es jetzt mal so sagen würde. Also einfach mal, um es gesagt zu haben. Das ist Erode. Nord. Nordkappe. Und Südkappe. Albert. Na guck. Ist ja beinahe auch noch was, worüber man einmal nachdenken könnte. So. Aber das ist so ungefähr das, was ich mir vorstelle. Das sieht aus wie zwei Augen, die sich angucken. Aber es ist ja erstmal nur ein ganz gröbster Drebler. Klingt irgendwie interessant. Ist das zu nerdy? Weil es rückwärts ist, ja, genau, okay. Drebla klingt ein bisschen zu russisch, finde ich. Oder ukrainisch oder so. Ohne das in einen Topf werfen zu wollen. So. Ja, und das Ding dreht sich halt noch irgendwie. So, und jetzt wäre halt quasi die interessante Sache, dass ich sagen würde, okay, guck mal hier, wir haben so und ist wunderschön, aber das hier wird quasi durch den Äther zusammengehalten oder sowas. Wie auch immer das funktioniert, ne? Also man kann sich dann, also da, wie gesagt, da können wir uns relativ viel über das Thema Zeit, Zeitgeschichte des Planeten und so weiter dann austauschen. Das heißt, wie es tatsächlich dazu gekommen ist, dass dieser Planet so in der Form überhaupt noch weiter existieren kann. Denn da kann halt auch nochmal ein ganz spannender Punkt drin liegen. Dass, keine Ahnung, die ganze Welt davon vom Aussterben, nein, also vom Zerfall bedroht ist, im wahrsten, wörtlichsten Sinne. Weil das, was hier die Welt zusammenhält, dabei ist, selber zu verschwinden. Und das könnte eben dann zum Beispiel dieser Äther sein. Ja, also das könnte man sich durchaus vorstellen. Der Mensch wird auch vor diesem Gedöns-Ding sie hier einen groben Plan oder irgendwas mit dem Äther auch schon gemacht haben müssen, weil du fängst halt nicht von jetzt auf gleich an irgendwie eine weltumspannende Schutzmauerkraft-Dingsbums irgendwie zu erzeugen, wenn du noch keine Ahnung davon hattest. Also, ja, keine Ahnung. Also das ist so mal grob die Idee, die in meinem Kopf dazu ist. Und ich finde die nach wie vor eigentlich wirklich cool. So, ist mit den eigenen Ideen halt meistens so. Finde die Idee nice. Danke, Krebs. So, also, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren hier. So, dann machen wir das mal weg. Das machen wir auch mal weg. So, ergo. Dann passt das nämlich, dass wir sagen können, auf der Nordkappe haben wir ein gemäßigtes bis kühles. Und auf der Südkappe haben wir ein heißes oder sehr kaltes. Also das ist quasi die Südkappe. Weil es so heiß ist, deswegen. Ja.
Klima. Da wird, also es gibt quasi Regionen, die sind sehr heiß und es gibt Regionen, die sind sehr kalt, aber es gibt da jetzt nichts dazwischen. Also, und hier ist es halt immer so im Mittel. Der Äther könnte durch starke Temperaturunterschiede den Kern zusammenhalten, daraus folgen die Klimabedingungen. Ja, ist auf jeden Fall meine Idee. Warte mal, kann ich das da rauskopieren? Ja, kann ich. So, dann kommt hier, wird der Krebs mal gleich gecopyright-striked. So, einfach mal so als wir sammeln heute erstmal nur, brauchst keinen Menschen. Ja, aber damit ich weiß, dass es nicht ganz auf meiner Idee gewachsen ist und ich dann hinterher keine Probleme habe, es wieder rauszuschmeißen, deswegen lasse ich das immer drinstehen. So. Also, wir springen hier jetzt einfach erstmal grob durch, dass wir eine ungefähre Idee davon haben, weil wir haben uns noch kein Stück darum wirklich gekümmert. Also, Nase juckt, ist auch blöd. Aber komm noch, keine Angst. Irgendwann schaffen wir das schon noch. Vor allem eben, wenn wir hierüber sprechen, wenn wir hierüber und hierüber sprechen. Flora und Fauna, die ist tatsächlich ja dann auch je nach Ort, über den wir sprechen, sehr unterschiedlich. Ich habe bei diesem Zentrumsding, da muss ich mal schnell nachschauen, ob ich das so ohne schnell finde. Ich habe bei diesem Zentrum, also bei Erode quasi, ein bisschen, so ein bisschen den Anfang von Baldur's Gate 2 im Kopf. Das erinnert mich gedanklich irgendwie ganz stark daran. Ich versuche gerade mal irgendwie ein Bild zu finden. Das da irgendwie. Achso, ja, ist klug. Wie heißt denn der da am Anfang da? Ich weiß nicht, aber vielleicht wisst ihr ja, was ich meine. Ja, also dieses stark sphärische, wo man am Anfang rumläuft. Warte mal. Das Verlies. Vielleicht finden wir da ja irgendwie noch was. Was ist das? Nö. Was ist das? Ne, Kapitel 4, Kapitel 4, 5, Kapitel 1. Warte mal, Kapitel 1. Das ist es halt leider nicht. Ach, ich weiß es leider. Ich komme nicht drauf. Vielleicht fällt es mir irgendwann ja nochmal ein. Aber ich meine, dass es da irgendwo mal was gab, was dann total so mit sphärischen Kugeln und Kugeln sind meistens sphärisch. Egal. Auf jeden Fall so ähnlich stelle ich mir auf jeden Fall dieses Erode vor. Das heißt, es ist ein Ort, eigentlich da will man auch jetzt nicht unbedingt hin. Der hat irgendwas, wie gesagt, der hat was mystisch, eine mystische Aura, logischerweise. Denn von dort aus geht quasi auch die Kraft aus. Und das ist, deswegen ist dieser Punkt so wichtig.
Von dort aus wird die Welt zusammengehalten. Wie? Fragezeichen. So, das ist nochmal ein ganz, ganz nicht unerheblicher Punkt. Also, wie wird die Welt zusammengehalten? Also, ja, wir können meinetwegen sagen, durch den Äther, aber der macht das ja nicht von alleine. Also, könnten wir sagen, finde ich aber langweilig, denn da bewegt sich ja wenig drin. Viel mehr, außer er verbraucht sich. Das könnte man sagen. Ne? Also vielleicht könnte man das hier mal aufnehmen als Idee für den Twist. Äther verbraucht sich. Dann wäre so ein Verbraucht. Verbraucht. Das ist bayerisch. Äther verbraucht sich bei der... Guck mal, das ist das Wort, das ich suche. Beim Zusammen... der Welt. Das ist ein möglicher Twist. Der andere wäre, die Welt wird durch starke Äthermagier. Was ist denn heute los? Das liegt alles nur an der Hand, ich schwöre. Zusammengehalten. Diese sind schon mehr tot als lebendig und nur durch den Äther überhaupt noch am Leben. Sind aber alle verbraucht. So, Achtung hier, ne, das ist so ein Plot-Ding. Da kann man zum Beispiel sagen, ja, man könnte die Geschichte schreiben, wie Nachwuchs angezogen wird oder sowas. Und die Frage ist, wer ist Herr über Erode? Wer regiert Erode? Ist auch nicht unwesentlich. Und man könnte sogar sagen, dass das vielleicht die geheime Gesamtmachtzentrale ist. Also puppenspielermäßig, ne? Also da werden die wirklichen Fäden gezogen. Hier werden die Fäden gezogen. Das mache ich aber auch mal als gedankliche Frage, auch wenn es keine Frage ist. Flora, ich möchte gerne irgendwie coole, aber auch gefährliche Pflanzen haben. Auf der Südhalbkugel sicherlich eher kakteenartig. Vielleicht auch, ich sag mal, so eine Mischung aus Flora und Fauna, also Pflanzen wie Tiere quasi, ne? Also laufende Kakteen, riesengroße Bäume, ah, das gibt's schon, warte mal, aber laufende Kakteen, das könnten wir, glaube ich, machen. Ja, und sowas ähnliches wie, warte mal. Da habe ich aber, da gibt's was. Benjamin Longsbaum hat hier. Ich bin gleich wieder bei euch. Ach, wat. Er sucht nicht. Wieso sucht er nicht? Ah, jetzt sucht er. Reginald Bushroot. Companion. Also ich denke nämlich gerade an Benjamin Buchsbaum von Darkwing Duck. Der hat nämlich eine... Da sieht man es. Wunderbar. So, sowas in der Art. Ne? Also hier so eine laufende
Pflanzenfressende, nein, fleischfressende Pflanze. Das wäre so mal eine Idee. Also das heißt, wir haben bei der Flora, ich nenne das jetzt mal, hoffen die Botaniker werden mich steinigen, lebendige Pflanzen. Zum Beispiel laufende Kakteen. Fleischfressende Pflanzen auf zwei Beinen. Sowas in der Richtung. Intelligente Lianen. Wobei, da bin ich mir nicht sicher, ob sie nicht. Also, also halt so, ne? So, die schlängeln sich so runter und. Garaus. So, also ansonsten auch, ja, so eine schöne Botanik einfach. Gerald von Riva streamt. Yeah! Hallo, gemütlich zocken. Genau, also das wäre so ein bisschen das Thema Flora. Ansonsten alles Mögliche an Nutzpflanzen. Genauso wie, wie heißen denn einfach so schöne Pflanzen? Wieso hast du ein Audio-Interface und ein Mischpult mit integriertem Audio-Interface? Hahaha, das ist eine sehr komplizierte Frage. Gehe ich mal kurz drauf ein. Also, ich habe ein Behringer X1204 USB als zentrale Mischeinheit. Damit ich aber zentral alles Mögliche mischen kann, habe ich noch das... Ah, Zierpflanzen, danke. habe ich nochmal zwei Audio-Interface, um dedizierter noch Ton in das Mischpult zu kriegen. Weil das Mischpult bietet mir leider nicht genügend USB-Eingänge. Deswegen die beiden Audio-Interfaces noch. Weil USB-Soundkarten sind kacke. Zierpflanzen, ja, genau, Zierpflanzen. Danke, Krebs. Genau, es gibt, ich glaube, mittlerweile von Behringer eins, das auch mehrere digitale Eingänge bereitstellt, wo man quasi dann einfach auch darüber den einzelnen Anwendungen zuordnen kann, auf welchem Kanal sie reinkommen, aber das geht bei dem leider noch nicht. Und damit ich das Mischpult halt auch nutzen kann und nicht irgendwie über den Windows Sound Mixer das alles irgendwie zusammen drehen muss, habe ich diesen Weg gewählt. Der ist, wer auch immer auf die Idee kommen sollte, es nachzubauen, tut es nicht, das ist bescheuert. Man hat mehr Probleme, weil die Sachen sind nämlich nicht galvanisch getrennt und deswegen kriegst du die Dinge einfach nicht wirklich so sauber hin, wie man das eigentlich gerne möchte. Da macht der Rechner einfach nicht mit. Also von daher, egal, Haken dran. Anderes Thema, denn wir reden über die Flora in unserer Welt, die wir hier gerade erzeugen. Reicht aber, glaube ich, erstmal. Also ich glaube, jeder kann sich so ungefähr vorstellen. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt auch über die Nordkappe reden, dort gibt es durchaus auch weitläufige Felder mit Weizenanbau und ja, alles mögliche an Nutzgedönsheimer. Ah, danke gemütlich zocken fürs Hosten. Und ja. Bei der Fauna sieht es im Endeffekt genauso ähnlich aus. Also ich hätte schon gern irgendwie durchaus dramatische Tiere. Also so Säbelzahntiger-mäßig fände ich schon cool, ja, wenn die irgendwo rumlaufen würden. Auf welcher Seite, also ob oben oder unten oder auf beiden, also quasi, es gibt sichere Bereiche im Norden, es gibt unsichere Bereiche im Norden und im Süden ist halt sowieso alles Chaos. Aber sowas wäre schon cool, so einfach so große Tiere. Ich möchte gerne Großwild haben, ganz viel. Also, und zwar halt auch jetzt nicht irgendwie nur so, also ich will keine Elefanten oder sowas haben. Also von mir aus auch, aber so wirklich so
Also ich schreibe mal den Säbelzahntiger auf. Damit klar ist, was ich möchte. Halt auch noch so Kleintier. Also im Endeffekt alles ziemlich ähnlich wie hier, aber vielleicht einfach ein bisschen größer alles. Also kleine Menschen können großgewachsene Mäuse auch oder Ratten als Reittiere benutzen und solche Sachen. Ja. Machen wir so. Alles ein wenig größer und bedrohlicher. So. Wuchtige Fauna, ja, wuchtig. Wuchtig finde ich gut. Größer, Komma, wuchtiger und bedrohlicher. Genau, also einfach. Ein bisschen größer. Von mir, also da kann man sich halt auch viel, viel vorstellen. Da braucht es auch, meine ich, gar nicht so viele Vorgaben. Wichtig ist, dass man sich im Wesentlichen darüber im Klaren ist, gibt es jetzt, also gibt es Fauna, gibt es Flora oder eher nicht? Ja, das ist auch so ein bisschen die Frage. Und wenn ja, wie viel ist das? Ja, also wir hatten das, ich hatte das in der Videoreihe, wir haben uns ja über so ein Waterworld-Szenario unterhalten und da ist vor allem der Punkt, die Tiere, die wir dort noch auf die Landmassen gesetzt haben, das waren ja alles eher kleinere Tiere, ne? Also so maximal irgendwie so bis zum, was haben wir gesagt, ich glaube irgendwie Gepard oder Puma oder Luchs, was weiß ich, irgendwas so in dieser Größenordnung. Ich glaube, da waren jetzt sämtliche Größenordnungen dabei, die man sich bei Wildkatzen vorstellen kann. Aber wie gesagt, nichts Größeres, nichts, also Giraffen oder sowas eher nicht, ne? Sondern so kleinere Raubkatzen sind schon das höchste der Gefühle, keine Schimpansen. Hier ist es, glaube ich, egal. Wichtig muss man, glaube ich, auch sagen, einige Tiere konnten natürlich auch gerettet werden, weil der Weltenfresser hat natürlich jetzt nicht, der ist jetzt nicht einmal gekommen und gemacht und dann war alles aufgefressen, sondern das war natürlich auch ein Prozess, ne? Also auch der Weltenfresser braucht ein bisschen Zeit, um eine Welt zu fressen. Und hier hat das halt eben so getan, dass er. Ach, warte mal, ich könnte mal, by the way, das Ding hier auch einfach mal. Na Mensch, jetzt seht ihr ja alle meine Dateien. Was haben wir gesagt? Ethereum. So. Gut. Ach ne, seht ihr nicht, weil wir noch da sind. Ha, puh, hab ich ja ein Glück gehabt. So, genau. Ich wollte nämlich gerne. Dum, 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 dum. Da, dann ziehen wir das hier nämlich einfach mal bei zum Planeten hinzu. Ja, das hat richtig gut geklappt. So, das Ding kommt einmal hier drüben hin. Gut. Schwuppdiwupp. So, dann haben wir auch gleich so ein bisschen was zum drüber nachdenken. Gut, also, aber ich glaube, es wird klar. Ne? Also, es gibt alles Mögliche, ist ein bisschen größer. Es gibt auch einen kleinen, also von bis. Wetter entsprechend, also Wetter entsprechend Klima. Im Süden regnet es nicht. Und wer sich jetzt fragt, ahaha, du hast ja gar nichts zum Thema Flora und Fauna und Klima. Im Zentrum geschrieben. Ja, das ist richtig, da gibt es das alles nicht. Also, keine Ahnung, da ist, also, nee, da ist jetzt nicht so viel mit Klima. Das stelle ich mir dann, das stelle ich mir dann tatsächlich als sehr starke Cyberpunk-mäßige Einrichtung vor. Also, wo es wirklich sehr, sehr, sehr technisch einfach aussieht. Ich weiß nicht genau warum, weil vielleicht ergibt das überhaupt gar keinen Sinn, aber so ist es zumindest in meinem Kopf. Also da könnte man so vor allem dieses Cyberpunkige gut unterbringen, wobei es eben der Nordkappe eben nur noch vereinzelt irgendwo auftaucht und auf der Südkappe wahrscheinlich gar nicht. So, Wetter Nordkappe,
Keine Ahnung. Wie Deutschland, sage ich einfach mal. So, also, wobei, nee, wie Deutschland vor 10 Jahren. Ansonsten sind die Sommer zu heiß. Wie war es denn vor 10 Jahren? Da war's, hat es die ganze Zeit nur geregnet, ne? Können uns auch nicht einigen. Gab es irgendwann mal ein Jahr, wo das Wetter einfach toll war bei uns? Ich glaube nicht, ne? Aber vielleicht in Deutschland vor 5 Jahren? 7? Vor 10 Jahren habe ich geheiratet. Das ist, oh ne, ja, es ist sogar schon das 11. Jahr. Da war gutes Wetter. Ich erinnere mich. Okay. Und auf der Südkappe kaum Niederschlag. Also generell nicht. So. Temperaturen. Gut, wir haben es beim Klima schon geschrieben. Hauptsache heiß oder kalt. Na, je nachdem. Also wenn ich mich gerade an den Polbereichen aufhalte, dann eher wohl kalt. Und der Rest ist einfach irgendwie brachial heiß. Diese Idee hier, wo ist sie? Hier. Diese Idee hier, die gefällt mir tatsächlich besser, als ich am Anfang dachte. Bevölkerung. Also, das war ja vor allem das Thema der vorherrschenden Bevölkerung. Also, welche der vorherrschenden Art. Auch hier können wir uns quasi über alles Mögliche Gedanken machen. Ich finde es ganz, ganz charmant. Warte mal, das finde ich ganz, ganz cool. Es gibt auf jeden Fall so ein Pflanzenvolk. Das möchte ich haben. Immerhin ein Pflanzenvolk haben. Es gibt so, also ich nenne das jetzt mal Menschen, damit klar ist, was damit gemeint ist. Ja, also du und ich, solche Typen. Pflanzenvolk. Dann gibt es die Floratiker. Aha, ja. Weißt du was? Ich schreibe das mal auf. Nichts wird vergessen. Floratiker. So. Da wirst du jetzt aber den Menschen bestimmt drauf haben, ne? Ich sag mal. Zwerge. Ach so. Warte mal, eine Sache haben wir noch dramatisch vergessen. Wie sieht's denn eigentlich mit Wasserflächen aus? Da dürften wir ein Problem mit haben. Wie kriegen wir das denn hin? Wasser könnte ein wichtiges Gut sein. Ich glaube, das wäre eine spannende Sache, da es kaum noch Meere gibt. Und wenn wir jetzt uns einfach mal so vorstellen, wie so ein Planet funktioniert. Hier ist heiß, hier steigt quasi der Wasserdampf auf, hier schlägt er wieder nieder. Oh, das, also so grob, ja. Dann gibt es hier halt nichts. Ja, das heißt, es kann halt nur hier so zirkulieren, hier zirkuliert dann eher weniger, weil ist nicht so viel. Ja, das machen wir so. Das ist okay. Das können wir mal hier so. Da ist ein ganz wichtiger Punkt natürlich die Fragestellung nach, wie sieht eigentlich dann hinterher tatsächlich dieser Planet aus? Das heißt, was haben wir hier oben für Landmassen? Wie weit gehen die runter? Wie ausgefranst ist das hier oben noch? Wo haben wir Meere? Wo hatten wir mal Meere? Das heißt, wir könnten uns quasi, ja, also diesen Abdruck vom Planeten, den müssen wir uns auf jeden Fall dann irgendwann nochmal anschauen. Also es gibt Menschen, das Pflanzenvolk, das finde ich cool. Was haben wir denn noch? So klassische Fantasy-Rollen quasi. Also nicht Rollen, aber Völker könnte man halt einfach erstmal mit aufnehmen, also so Zwerge. Warte mal, wenn wir Pflanzenvolk haben, dann können wir auf jeden Fall auch ein Tiervolk haben. Das ist, glaube ich, gar nicht
so verkehrt. Und ich warte noch auf Faunatica. aber ja. Irgendwas, womit man sich auch quasi identifizieren kann. Jetzt könnte man sich auch noch, warte mal, ergeben den Zwerge Sinn in dieser Welt? Zwerge sind schon irgendwie immer sinnvoll, ne? Ich überlege halt gerade, was man sonst noch so mit aufnehmen kann. Also klar, also Orks will ich jetzt nicht unbedingt haben. Das ist quasi das, was dieses Tiervolk ein Stück weit mitbringen könnte. Warte mal. Das Pflanzenvolk, ne? Die könnten natürlich. Pass mal auf. Also, das hier ist sowas, sowas wie Elben. Sowas wie Orks. Zwerge. Dann hat man so ein klassisch, also trotz alledem ein klassisches Schema da drin. Also definitiv so ein Hochvolk. Sehr, sehr elegant, sehr anmutig, sehr naturverbunden. Wie sollte es anders sein? Schön und schrecklich zugleich. Dieses Tiervolk, das, tja. Ja, doch, das könnte funktionieren. Ich bin bei den Zwergen noch unsicher. Also Menschen, ja, ergibt Sinn. Ich überlege, ob es vielleicht auch noch irgendwas. Genau, nee. Das war ja wieder, warum ich darauf gekommen bin. Ich hatte darüber nachgedacht, ob es sowas wie Unterwasserlebewesen geben könnte. Also, Krebs fragt, ob er was verpasst hat. Ja, ein Tiervolk, die Faunatica, hast du verpasst. Und im Moment überlege ich gerade, wie wir Zwerge sinnvoll in dieses Setting mit einarbeiten können, ob wir es brauchen oder nicht. Also Zwerge sind halt immer ganz cool, wenn es um das Thema Dampfmaschine geht. Ja, dann also so diesen Fantasy, Steam, Cyberpunk Genre Mix quasi. Dafür sind die eigentlich prädestiniert, weil, keine Ahnung, sind immer schmutzig, haben immer Bärte. Von daher würde ich jetzt mal sagen, habe ich gar nicht gesehen. Auch danke, gemütlich zocken, fürs Follow. Genau, würde ich jetzt mal sagen, die Zwerge behalten wir. Ich hätte halt gerne noch sowas wie soll ich sagen, ein Volk, das quasi auf der Nord- und Südhälfte nicht so sehr vertreten ist, sondern hauptsächlich hier in Erode und manchmal hier zu den bewohnten Bereichen kommen. Quasi die aufgrund ihrer Abstammung sowieso dann einfach auch das Thema Führung oder sowas in sich haben. Also inhaltlich sowas wie die Numenora bei Tolkien oder sowas. Also so eine, die eine Kutte tragen und aus Ätherenergie entstehen. Bist ein guter Mann, Krebs. Krebs hat geschrieben, mysteriöse Wesen, die eine Kutte tragen und aus Ätherenergie entstehen. Das hätte so ein bisschen was wie heißt der, Dr. Manhattan? Von den Watchmen.
Heißt der Dr. Manhattan? Professor? Ja, Dr. Manhattan, genau. Sowas wie Dr. Manhattan. Dragon Priests bei Skyrim. Achso, warte mal. Dann, so, also. Upsa, so, das muss ich ja machen. Also, das hatte ich jetzt gerade im Kopf. Also hier haben wir ein gutes Bild. Das machen wir mal. Bild in neuem Tab öffnen. Ne, oh Gott, ja, nee. Mhm, herzlichen Glückwunsch. Aber ich glaube, es ist klar, worauf das hinausläuft. Also das wäre so. So, aber wir gucken uns trotzdem mal die Dragon Priests an. Die Kutte über Dr. Manhattan. Ja, genau. Also, genau. Krebs hat geschrieben, Manhattan sieht halt deutlich mehr nach einem Humanoiden aus. Das ist auch quasi der Gedanke. Also, ich möchte schon, dass die sehr humanoiden, also sehr menschenähnlich aussehen, aber halt eindeutig klar ist, hey, die sind einfach super heftig general. Ja, also, dass das durch die leuchtende Aura klar wird. Und nichtsdestotrotz, ich finde ja die Kutte cool. Also, schreiben wir auf. Ätherwesen aus Erode. Und die könnten dann auch die sein, die diesen Schutzschirm aufrechterhalten. Ich weiß noch nicht genau, warum sie das tun. Mir fehlt noch die Motivation. Also sie sind nicht aus Erode, sondern in Erode. So, Mischung aus Dr. Manhattan und Dragon Priests. Ja, stimmt. Richtig. Auch hier... Krebsy schreibt, so ähnlich wie die Magier bei Gothic 1, die halten die Barriere ja ebenfalls aufrecht. Gute Idee. Genau. Das, und bei Gothic darf man klauen. Das ist einfach zu gut. So, dann machen wir so. Ähnlich den Magiern in Gothic 1. So. Ja, okay. So, da kommt, hört auf jeden Fall noch dahinter, was ist deren Motivation? Wir sammeln auf jeden Fall mehr Fragen als Antworten, aber das finde ich gut. Da lässt sich dann auf jeden Fall noch was mitmachen. Ich schiele immer mal so ein bisschen auf die Uhr, weil ich habe gesagt, so, ich möchte so jetzt nicht unbedingt großartig mehr als ihr seht gar nichts. Sagt das doch. Nicht großartig mehr als 2 Stunden machen heute. Aber trinken muss trotzdem sein. Mono ASMR. Entschuldigung. So. So, ein Toast auf euch. okay, gut. Heißt halt, dass wir uns mit, oh Gott, wir können uns mit richtig viel noch auseinandersetzen. Die kommen auf jeden Fall manchmal nach Norden und aus, also nach Norden vor allem. So, das Tiervolk, die eher hier so. Ah, das ist schwierig.
Wir brauchen noch eine gute Möglichkeit, wie, also so wie so eine, wie so eine Ätherbrücke oder so. Gut bewacht. Heimdall. Schreibt er sich so? Nee, er schreibt sich so. Heimdall-mäßig. Das wäre auch nochmal so eine Möglichkeit, ne? Also Heimdall von Thor, ihr wisst schon, der über den Bifrost wacht. Ja, warum nicht? Idee für den Zweck der Ätherianer Manhattans, die benötigen die Energie von Lebewesen, um selbst zu überleben und bereisen deswegen die Kappen. Ja? Genau. Genau. Aber warum sollten sie die Erde auf, also diese, die Welt aufrechterhalten? Ich meine, das kostet viel Kraft, viel Energie und niemand dankt es ihnen. Sie haben zwar die Strippen über alles. Aber den Punkt finde ich gut. Das ist, das mag ich. Weil sie ohne Leben selbst nicht überleben können. Ja, das ist richtig. Aber aber ich hätte da gerne noch eine etwas stärkere Motivation. Als einfach nur so den Lebenswillen. Ich meine, der ist schon ganz gut. Aber quasi, dass dieser Planet nur deren Zucht, also Aufzuchtsgebiet ist, hä? Der Planet dient den Ätherianern als Aufzuchtsort für Aufzucht. Zufluchtsort, achso, okay. Genau, so eine Art Kult. Ja, das hatte ich mir auch. Also das, ja, sie glauben an, achso, das Ätherwurms, der den Planeten zu dem gemacht hat, der ist. Und seit der Wurm dort durchgeballert ist, gibt es die Ätherianer, so eine Art Kult. Was vom Kultstatus her passen würde, aber ich würde trotzdem sagen, da, achso, die sind quasi so eine Art Wurmdarmwind. Also daraus entstanden, also aus der, das sind die Rückstände dessen, was der, ja genau, genau, Abfallprodukt des, des Weltenfressers. Halten sich aber für die tollsten, eigentlich sind sie nur exkremental da. Okay, das ist witzig, da lässt sich, wenn es da eine Möglichkeit gäbe, das in einem Plot so zu machen, dass dann, nee, komm, das hört, wenn dann ein Protagonist, also ich spreche das mal zu Ende, wenn dann ein Protagonist eine Möglichkeit findet, den Ätherianern das darzulegen und zu beweisen, dass sie nur Darmwind eines Weltraumlindwurms sind, dann, ich sehe schon die Schlagzeilen vor mir. Als auch für ihren Energiehunger. Ja. Und das mit den so. Da muss ich nicht Krebs davor schreiben. Aber ich tue es trotzdem. Weil da steht das Wort durchgeböllert. Entsteht
entstanden als Abfallprodukt des Weltenfressers. Ah, finde ich cool. Finde ich gut, machen wir so. Das ist schon nice. Genau. Und diese Ätherwesen, und jetzt kommt quasi der Sprung zurück zum Thema Cyberpunk. Das ist quasi eigentlich sowas ähnlich, also das wirkt für die Leute wie Magie, ist dann aber eher sowas wie jemand, der den Äther kontrollieren kann, kann quasi sich im Äther frei bewegen und hat dann zum Beispiel die Möglichkeit, sich in Gebäude, ich sag mal ganz vorsichtig, reinzuhacken. Also, um dann, keine Ahnung, Leute zu beobachten oder sonst irgendwas machen. Ne? Also, das wären halt so Fähigkeiten, also Spezialfähigkeiten, ich nenne es mal Ätherkontrolle, schwer erlernbar, aber erlernbar. Möglichkeit in den Äther zu wechseln. Das ist so ein bisschen wie die, oh Gott, wie heißt das bei Shadowrun? Matrix nicht, ne? Aber also dieses aber ja, genau. Der Äther ähnlich wie die Matrix, genau. Oder die Kala bei StarCraft, genau. Also quasi einfach so eine übergeordnete, ich nenne das jetzt mal Realität, keine Ahnung, wo man dann die Möglichkeit hat, sich also ungesehen zu lauschen, zu sehen, Dinge zu manipulieren. Da wird dann quasi diese Ätherkontrolle relativ schnell zu sowas ähnliches wie psionischen Fähigkeiten oder so könnte man es auslegen. Ich würde es aber tatsächlich eher mit so einer Art Hacking, also eher ist es ein Skill wie Hacken, statt wie ich manipuliere ein Objekt nur mit Kraft meiner Gedanken. So, das war der Gedanke dahinter. Ähnelt mehr dem Hacken als dem reinen Einsatz psionischer Fähigkeiten. Eine Zweitwelt, also so ähnlich wie es gibt zwei Welten parallel, Welt 1 kann nicht in Welt 2 gucken, andersherum schon. Eher so wie, also nicht wie eine zweite Welt. Das wäre, boah, das wird, glaube ich, das ist auch eine coole Idee. Aber würde das hier, glaube ich, einfach zu groß machen. Also, es muss ja auch beherrschbar sein. Die Leute in Welt 2 haben dadurch viel mehr Macht, wie beispielsweise die Etherianer. Ich weiß nicht, ob ich es als Welt bezeichnen würde. Ich würde es vielleicht als, naja, alternative Zustandsrealität oder wie auch immer bezeichnen. Also irgendwas, okay, vielleicht ist Welt einfach nur das falsche Wort. Ich lese mal kurz vor. Also Krebs sagte eine Zweitwelt, also so ähnlich wie es gibt zwei Welten parallel. Welt 1 kann nicht in Welt 2 gucken, andersherum schon. Die Leute in Welt 2 haben dadurch viel mehr Macht, wie beispielsweise alle Etherianer. Genau. Alternative Realität passt ganz gut, genau. Das wäre, denke ich, weil dann könnte man es so machen, die Etherianer können tatsächlich zwischen beiden Welten ohne Probleme wandeln. Sind mehr in der, ich sag mal, im Äther als in der Normalwelt. Für sie ist der Äther einfach der normale Lebensraum, in Anführungszeichen, aber dieser normale Lebensraum besteht halt eben nur aus, das ist quasi ein Energiezustand.
wie der Nether bei Minecraft. Ja. Aber 8 Blöcke in der Oberwelt sind nicht ein Block im Nether. Aber ja, im Endeffekt so eine Art Zweitwelt, die ist auch tatsächlich eher zustandsorientiert. Also es gibt in dieser zweiten Dimension oder in dieser weiteren Dimension gibt es dann eben die Möglichkeit, auf die Sachen in der Normalwelt Einfluss zu nehmen. Ja, also es ist nicht nur gucken, sondern es ist tatsächlich auch Einflussnahme. Schade. Der Äther als übergeordneter Raum, / Energiezustand. Energiezustand, gibt es das Wort? Naja, jetzt schon. Das vermischt jetzt übrigens, das gehört eigentlich eher zu den Ätherianern, aber leben eher im Äther. Wechseln aber problemlos zwischen den Realitäten. So, das schieb ich mal dahin. Durch diese zweite Welt kriegen wir auf, oder durch diese zweite Realität oder Dimension oder wie auch immer, kriegen wir auf jeden Fall diesen Mix ganz gut dann hin. Weil ansonsten könnte er ein bisschen sehr aufgesetzt wirken. Gut. Zeitrechnung. Boah, muss ich gestehen, ist mir beinahe egal. Also, jetzt müssen wir nur mal kurz überlegen, wenn der Planet. Also Unwucht oder sowas geben wir dem mal nicht. Das wäre, ich glaube, da würden alle ein bisschen schlecht werden. Wobei doch, nee, Unwucht kann er haben. Wenn wir nämlich davon ausgehen würden, warte mal, ich mach das mal Linie. So, ich habe das jetzt ja so, dass die Drehachse, mal kurz gucken, dass wir das irgendwie richtig hinkriegen, wenn die Drehachse so wäre, dann hätten wir witzige, also ja, hätten wir sowas wie Unwucht. Also nur bedingt, aber wäre eine lustige Idee, quasi die Drehachse so da übrig zu haben, weil sagt ja keiner, dass der Wurm kommt und jetzt wirklich mittig den Planeten abnagt, sondern ganz im Gegenteil. Der macht er halt irgendwo. Ja, und die Polkappen sind ihm zu kalt oder so. Deswegen frisst er die nie. Ach so, genau. Habe ich noch nicht gesagt, aber ich glaube, es ist klar, der Planet liegt im Raum in der habitablen Zone von seiner Sonne entfernt. Ach so, aber soll er zwei Sonnen haben? Das wäre jetzt noch so eine Frage. Also mehr als zwei Sonnen möchte ich nicht, weil das wird, ach, dann reden wir reden ja sowieso noch hier über physikalische Gesetze und ich finde, mehr als eine Sonne finde ich schon irgendwie eigenartig, aber das zwei Sonnen geht gerade noch hin, aber so 15 Sonnen, da geht so ein Planet hier kaputt. Und Krebs schreibt, die zweite Sonne gibt es nur in der zweiten Realität. Hat dann auch nachgeschoben, ist vielleicht ein bisschen zu abgespaced. Ja, ich glaube auch, weil da reden wir ja, also insgesamt reden wir dann ja eher über sehr kosmische Themen. So, und da soll es
eigentlich gar nicht so doll drum gehen, sondern mehr um halt die Geschichte auf diesem Planeten. Und es macht, glaube ich, auch wenig Sinn, dass außer es gäbe quasi eine Äthersonne. Eine Äthersonne, Ich muss da nochmal kurz drüber nachdenken. Eine Äthersonne. Nee, ergibt überhaupt keinen Sinn. Nee, einfach, es gibt zwei Sonnen, die relativ dicht beisammen stehen. Also relativ dicht heißt nicht eine hier, eine hier, dass es immer hell ist, sondern genau, die Frage ist, was also Krebs hat nochmal geschrieben, gibt es Himmelskörper, die Kälte abstrahlen? Dann könnte man den Gedanken auffassen, und die Äthersonne strahlt sehr viel Kälte ab, die normale Sonne Wärme. Glaube ich nicht, weil... Was müsste man denn tun, um Kälte abzugeben? Nee, du, also, das ist ja die Frage, ob Endotherm oder Exotherm, ne? Und die Sonne dürfte Exotherm sein und Endotherm würde nur bedeuten, dass sie Wärme aufnimmt. Also quasi, oh Gott, naja, ich bin... In Physik habe ich immer geschwänzt. Aber der Punkt ist, ich glaube, es gibt keine Möglichkeit, die man sich überlegen könnte, wie Kälte, also wie ein Himmelskörper Kälte abstrahlt. Ja, nee, könnte ein bisschen zu abgespaced auch sein. Hier, wir machen das mal so. Besitzt zwei dicht beieinander stehende Sonnen. Also ich denke so ein bisschen an Tatooine. Macht auch nicht viel Sinn. Kalte Teilchen bewegen sich ja nicht viel. Also, nur so, ne? Darum geht's mir. So ungefähr. Das ist der Abstand, den fände ich gut. Okay. Wie auf Tatooine. Win. Epic winning. So. Wirklich? Na gut. Gut. Ja, genau, deswegen Zeitrechnung. Gut, durch die zwei Sonnen dauert die Nacht weniger lang als der Tag, also auch generell. Was wollen wir sagen? Also, ich bin da tatsächlich, also es gibt wenig Gründe, hier sehr viel Zeit in Anspruch. Minecraft-Zeitrechnung.
Wer will denn um 13.000 Uhr irgendwas machen? Ach so. Bist du dir sicher? Also, die Nacht folge ich 7 Minuten. Ja, okay, alles klar. Ja, bist du sicher? ja, genau. Das kommt ungefähr hin. Das finde ich jetzt eigentlich auch eine coole. Achso. Ich. So eine, diese, also 13.7 kann man machen. Ist okay. Nach. Schön. Deswegen übernehmen wir das einfach mal. Und machen nur da nicht Minuten, sondern Stunden. So. Dann dauert demnach ein Tag 20 Stunden. Weiter runterbrechen würde ich es jetzt nicht. Also, oder? Oder doch? Wie viele Minuten hat eine Stunde? Schwer. Sehr schwer zu sagen. Ich würde vermuten, dass wir. Von 0 bis 99. Komm doch um 13.87 Uhr zu mir. Ich meine, wir wissen dann immer noch nicht, wie lang das tatsächlich ist, aber. Also kann ja halt trotzdem sein, dass dann eine Minute so lang ist wie bei uns nur 5 Sekunden oder aber in der Realzeit, also in unserer Realzeit, selber nochmal 2 Minuten dauert. Das weiß man nicht, aber das ist eigentlich egal, weil es ist ja nur wichtig, dass man sich in diesem System bewegen kann. Tendiere dazu zu sagen, dass eine Stunde 100 Minuten hat. Ist eigentlich ein grundsätzlich nachvollziehbares System. Warte kurz. 12 ist es mal 5. Ja, das ist sogar genau. Also nicht ganz genau, aber hinreichend genau. Eine Stunde hat 100 Minuten. So, aber über Sekunden sprechen wir jetzt nicht. Das ist Zeitrechnung. Es ist nur noch die Frage, wie lange dauert ein Jahr? Aufgrund dessen. Wir haben das fast verdoppelt, halbieren, ein bisschen durcheinander. Ich bin jetzt in meinem Kopf so bei 100. Na, wo bin ich? Warte mal. Nee, ich. Oh Gott. 160, 170. So, um die 192 Tage für ein Jahr. Könnte man mit leben. Ich glaube, wenn man es jetzt nachrechnet, dann kommt das in Summe Pi mal Daumen darauf hinaus, dass ein Jahr 365 Tage Realzeit hat. Aber
Ich habe das nur grob im Kopf überschlagen. Das muss es nicht zwingend. Und die Zeitrechnung ist... Das ist auch noch spannend. Die grundsätzliche Zeitrechnung. Also es gab quasi ein Ereignis in dieser Welt, das eindeutig da war. Nämlich der Zeitpunkt, als der Weltenfresser diese Welt angenagt hat. Das war, habe ich auch vorhin schon gesagt, kein, also nichts, was jetzt irgendwie innerhalb von 5 Sekunden durch war, sondern schon über einen längeren Zeitraum. Aber dass sich danach dann alles irgendwie wieder gefunden hat und dieser Schutzmantel aufgebaut wurde, das Zerbrechen der Welt verhindert wurde. Und das ist so quasi der der Moment, wo quasi die Zeitrechnung von vorne angefangen hat. Der Urfraß. Vor Urfraß und nach Urfraß. Das ist dann Fuff und Nuff. 200 Nuff. Nach Urfraß. Das muss etwas Dystopisches sein. Also der Name muss etwas sehr, sehr, dass man sich jedes Mal, wenn man es sagt, Erode hieß der Kern. Vor Erode, nach Erode. Ach so. Ja. Ja. Ich bin mir halt noch nicht sicher, ob die Leute, also die normale Bevölkerung, wie viel die überhaupt von Erode wissen soll. Deswegen hadere ich ein bisschen, wobei auf der anderen Seite ist das ja alles nur eine Frage des... Also das könnte natürlich auch eine spannende Sache sein. Die Leute benutzen dieses Wort andauernd in ihrer Zeitrechnung. Also Krebs fragt vielleicht, oder sagt, vielleicht wissen nur die Etherianer davon. Wovon genau? Also, ach so, von der Stunde Null. Genau. Genau, also ich denke auch, dass die Etherianer nur von Erode wissen, also nein, dass nur die Etherianer von Erode wissen, also dieser Kernwelt. Aber halt sich durchaus irgendwie so mal hier oder da mal Gehilfen gönnen, der dann auch mal Bescheid weiß und am Ende dann doch wieder einfach nur assimiliert wird. Genau, aber die Menschen, ich sag mal so, die Menschen wissen halt schon, dass irgendetwas passiert ist und durch irgendeine... Ja, okay, warte mal, doch, das können wir machen hier. Die Menschen wissen, dass ihr Planet mal angenagt wurde, wissen aber nicht, warum er noch zusammenhält. Grund für mystischen Aberglauben. Das gilt übrigens für alle. Also vielleicht ist es dem Pflanzenvolk und dem Tiervolk sogar egal. Die Zwerge, denen ist es ganz bestimmt egal und die Menschen sind halt irgendwie empfänglich für sowas. Also die Zwerge. Für die Zwerge brauche ich irgendwie noch einen Grund, warum es die geben sollte. Also das Pflanzenvolk und das Tiervolk kriege ich halt noch irgendwie hin. Das ergibt sich irgendwie so aus der Flora und der Fauna. Aber die Zwerge sind halt einfach so...
motivationslos. Das Problem der Motivation. Motivation, es muss überall irgendwie eine Motivation geben. Erode ist fast ausschließlich den Ätherianern bekannt. Ich habe noch eine Idee, vielleicht ist die gut, keine Ahnung. Die Mitte des Planeten wurde nicht komplett gefressen, da der Weltenfresser das Material nicht essen kann. Ich denke da an sowas wie Obsidian, mein Gott, oder? Von der Optik, die Mitte sieht in der ersten Dimension zerbombt aus, in der zweiten ist sie wunderschön. Ah, okay. Also in meinem Kopf ist der Kern ein riesiger Haufen Magma. Also ein Magma-Blob. Ah, ist dann ungünstig da zu sein, ne? Ja, okay, nee, aber doch, das macht Sinn. Nee, macht es nicht. Es ergibt Sinn. Google mal nach dem Malstrom von WoW. So stelle ich mir das vor. Ich google mal nach dem Malstrom von WoW. Malstrom Wopf. Und dann mache ich Malstrom. Bilder. So, und dann musst du mir sagen, ob da irgendwas dabei ist, was du dir vor. Ich habe selber nie WoW so gespielt, dass ich jetzt wüsste, was ich damit anfangen soll. Deswegen brauche ich mal kurz einen Titan-Tipp. Also. So? Ach so. Also im Endeffekt so eine. Das hier? Okay, Krebs sucht uns ein Bild. Das finde ich gut. Aber ich kann es mir so ungefähr vorstellen. Ach Quatsch. Auch hier überlege ich mir halt ein Stück weit. Achso. Tiefenheim. Das da, hä? Das zu klein. Was ist das? Größer. Ach so, und da drüber ist dann. Oh, ey, dein Ernst. Oh, warte mal, also was mir gerade durch den Kopf geht, warte mal. So, Bild kopieren. Wenn wir jetzt noch mal hieran denken, ne? Ach, das war so dumm.
Dann ist in meinem Kopf, ich mache das jetzt, ich stümper das da jetzt mal eben hin, Moment. So, das muss jetzt mal kurz eben sein. Also nur damit klar ist, was in meinem Kopf gerade passiert. Für Erode so, und warte mal, wo ist, also hier, das brauche ich dann nochmal auf der anderen Seite. Ram, bam, 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 bam. So. Okay, so, und jetzt brauchen wir Ebene. Transformation um 180 Grad drehen. Das verschieben wir mal hier hin und das Ding verschieben wir mal hier hin und machen so ein bisschen kleiner. Ah, man sieht noch den Browser. Ja, nee, ist voll gewollt, aber danke. So, das ist das nämlich das volle Geheimnis. So, skalieren. Und der skaliert auch noch mal kurz ein bisschen. Und zwar ungefähr so. Geht ja nur ums Prinzip. Spannungsbogenmeister. Yes. genau. Also das wäre jetzt noch mal so die Idee, dass man quasi sagt, also das ist jetzt nicht maßstabsgetreu, aber dass quasi hier im Kern ist quasi so noch dieser, ich sag mal, dieser Magma-Blob, ne? Also der quasi auch bestimmte physikalische Gegebenheiten auf der Welt einfach noch mal nachvollziehbar werden lässt. Gehalten durch diese Säulen und in diesen Säulen der Erde Entschuldigung, stehen dann eben dann wieder die Magier, die das ganze Ding so den halten und das halten und das halten und dann passt das. Also Ätherianer, Entschuldigung. Ja, also müssen hier ja schon im Ding bleiben. Ja, okay. So ist eigentlich cool. Das ist mega nice. Alter Finne. So, dann machen wir so. Und ich mache hier nochmal kurz nicht so, sondern ich mache so. Und dann mache ich hier, kann man hier eigentlich irgendwie Bild aktualisieren oder sowas? Nee. Bild ändern. Nee. Machen wir ganz anders. Machen wir ganz anders, machen wir das jetzt. Und zwar machen wir das so, dass ich hier auf den Desktop gehe und dann machen wir hier unten. Ja, stimmt gar nicht, das ist ja mittlerweile hier oben. So. Bums. Es wird. Ich habe auf jeden Fall gerade Bock bekommen zu zeichnen. Ja, das stimmt, aber also Krebs hat nochmal gerade darauf hingewiesen, dass ich, damit ich es automatisch aktualisiert, ich es als Ressource verlinken und nicht als OLE-Objekt einbinden muss. So. Dankeschön. So. Okay.
Okay, gut. Ja. Alles gut, Krebs. Hast ja recht, hast ja recht. Gut. Also ich sag mal so, die Antwort hier sind auf jeden Fall die Ätherianer. Da haben wir schon sehr viel gearbeitet dran. Ich würde jetzt mal sagen, ich guck mal, ob ich irgendwie relativ zeitig ein Wiki oder sowas nochmal installierend bekomme. Und dann würde ich das Ganze mal einfach online stellen. Und ich würde mal sagen, die Adresse wird irgendwie sein ethereum.herjj.de. Da würde ich mal sagen, dass da das Wiki liegen wird. Wiki liegt. Quasi. Und dann können wir uns quasi zukünftig hier um diese Sachen nochmal intensiver kümmern. Ich gucke gerade mal. Das würde ich tatsächlich nochmal. Ich meine, das ist jetzt nicht ganz. Ja, okay, nicht gut. Ja, aber das ist doch schon mal ziemlich cool, finde ich. Ich muss das mit der zweiten Dimension, das muss irgendwie nochmal, das muss ich mir fett machen, weil das ist wichtig. Habe ich nur noch nirgends so hingeschrieben, oder? Doch, ja. Also hier. Das ist wichtig. Also, nee, warte, das ist nicht wichtig. Das da ist wichtig. 2 Dimensionen. Okay. Ja, gut. Ich würde sagen, da haben wir für 2 Stunden schon mal echt ordentlich was auf die Beine gestellt. Aber ich bin auch ganz schön platt. Deswegen sage ich jetzt mal herzlichen Dank fürs Dabeisein. War cool. Hat echt Spaß gemacht, hier durchzugehen. Die Unterstützung von dir, Krebs, war auch super. bester Sidekick der Welt. Und ja, ich würde sagen, daran können wir auf jeden Fall noch weiterarbeiten. Da mache ich auf jeden Fall total gerne noch mehr mit. Und vielleicht beim nächsten Mal in einem anderen Setting. Da arbeite ich noch dran, dass ich nicht in meinem Büro sitzen muss, sondern vielleicht bei uns im Keller, weil wenn draußen die Temperaturen steigen, was durchaus demnächst ja auch nochmal der Fall sein kann, dann gehe ich hier ein. Und damit das nicht der Fall ist und das T-Shirt blau, hellblau bleibt, würde ich dann nämlich in den Keller umziehen, denn da ist es immer schön kühl. Aber da habe ich halt nicht das hier, sondern im Zweifelsfall nischt. So, und weil nischt doof ist, würde ich sagen, aber da wird es wahrscheinlich noch ein anderes Video zu geben. Return of the Techtelmechtel. In jedem Fall, danke fürs Dabeisein. Danke auch fürs Video on Demand dabei sein oder fürs Podcast mit dabei sein. Podcast-tauglich ist es sicherlich nicht, aber das ist mir beinahe egal. Aber es hat Spaß gemacht. Es hat richtig Spaß gemacht. Und wie gesagt, hier gerade so, jetzt was wir hier am Ende nochmal hingezaubert haben, das ist wirklich ein reines Träumchen. Also das gefällt mir wirklich, wirklich, wirklich gut. Ich muss unbedingt das Ding speichern. Und würde sagen, danke fürs Dabeisein. Mach's gut, bis dann. Euer Herr Jotjot. Ciao.